Elvis, das ist unser neues Zuhause. Boah, Elvis, guck dir die Gegend an, bevor wir unser Haus einräumen. Boah, wir waren aber lang unterwegs. Komm, ich geh jetzt erstmal rein. Deine neue Wohnung. Okay. Na, komm, jetzt erstmal sauber machen, ne? Mir ist der Umzug nie leicht gefallen. Die Familie, die Freunde hinter mir zu lassen und allein eine fremde Gegend zu leben. Naja, mir blieb nichts anderes übrig. Mein Job zwang mich schließlich dazu. Wenigstens kommt Jason oft vorbei. Er ist eine große Hilfe. Klar nervt es mich, wenn er immer wieder damit anfängt. Hey Kate, geh doch mal unter die Leute. Ich hab gesehen, da steigt eine Party, ganz in der Nähe von dir. Wenn es doch so einfach wäre. Jedenfalls bin ich froh, dass er da ist. Auch wenn ich manchmal denke, er will mehr als nur einmal mein bester Freund sein. Zeug hier reinräumen. So langsam wird's.
kannst du leider nicht. Denkst du auch nicht so Kaffeemaschine? Ja. Die trinkt keinen Kaffee. Aber vielleicht können wir uns zwei mal besuchen. Leider waren unsere Möbel noch nicht da. Aber die werden.
bestimmt in 2-3 Tagen kommen. Ja, Elvis. Jo. Ein Telefon haben wir schon. Und ein Fernsehen. Warum ich das mit der Technik hingekriegt? Weißt du, es ist ja immer so ein Problem bei uns zwei, gell? Soll ich vielleicht auch angehen? Oh, ja, angeht schon mal. Das ist schon mal gut. Fehlt noch ein Kabel. Ich muss erstmal noch kaufen gehen. Tut uns leid. Guck mal, Schatzi. Ich habe mal eine Skatkappe gefunden. Können wir auch Fernsehen gucken heute Abend. Aber irgendwie gefällt mir das nicht so richtig. Ja, Schatz, nur vorübergehend, bis die Leute aus dem Möbel lassen. Ich weiß, guck mich nicht so dumm an. Wird alles wieder rumgerollt. Ja. Soll doch einmal alles passen. Das ist
Und Kev, wie ist das bei dir so? Hast du mittlerweile schon jemanden in Aussicht oder bist du immer noch allein? Klar, ja. Das ganze Dorf steht auf mich. Sicher? Naja. Ja. Sie sind nicht vor der Tür gesehen, alle. Vor der Tür? Ja, die standen doch alle Schlangen. Ist nicht gesehen. Genau. Verarschen kann ich mich selber. Kannst du eigentlich die Spülmaschine gerade wieder einräumen? Ja. Weil die Tasse leer ist. Ja, dann. Der Rest muss ich ja ausräumen. Von deinen Möbeln hast du immer noch nichts gehört, oder? Nein, leider noch nicht. Hm. Naja. Und sonst, wie ist das? Ich habe gesehen, hier in Facebook stand was drin, dass deine Nachbarn, die schmeißen eine Party. Warum gehst du nicht da mal hin? Wieso? Warum eine Party? Und wieso sollte ich da hingehen? Naja. Ich kenne die ja nicht. Lernst du sie kennen? Darum geht's doch. Nicht. Ja, die kannst du nicht immer nur hier alleine rumhocken. Aber nein. Hier, ich kann dir die Einladung zeigen. Klingt zwar nett, aber ich weiß nicht. Ja, vielleicht lernst du mal welche kennen. Hm. Tu mir doch mal den Gefallen. Ja. Du gehst einfach nie unter die Leute. Was soll denn das am werden? Ja, oh mein Gott. Ja, was sollten auch die Nachbarn von dir denken? Was sollen die Nachbarn denken? Wie meinst du? Da drüben in dem Haus zieht eine Fremde ein und die kommt sich nur mal vorstellen. Das ist gang und gäbe. Also. Du bist hier nicht mehr in der Stadt. Ja und? Ja, hier. Was soll ich mich jetzt hier anders verhalten? Hier ticken die Leute aber anders. Hier kennt jeder jeden und wenn da jemand Fremdes einzieht, dann wird auch geredet. Dann heißt es, ach guck mal da, die hatten jetzt den Mut, sich vorzustellen oder sowas. Sollen sie reden? Mein Gott, ist mir egal, was du denkst. Er wird sie wirklich die ganze Zeit hier allein verbringen. Ich wette mit dir, du fängst schon an, Selbstgespräche mit deinem Hund zu führen, oder? Darf man doch. Kate, du vereinsamst hier noch. Gar nicht. Oh Mann. Ich hab versucht, was ich konnte. Das stimmt. Ja, Jason hat schon recht. Ich könnte mich rück vorstellen. Aber meine Angst vor Fremden ist einfach zu groß. Und da war etwas. Etwas verstärkte sie.
ihr hier? Hm? Scheint schon. Und du wirst auch neue Freunde finden. Ich weiß nicht, ob ich dich hier schon loslassen soll. Du kennst die Gegend ja gar nicht. Hm? Ich lass dich mal noch ein bisschen dran.
Seit wann wasche ich Gläser mit Hand ab? Ich hab das doch gestern aus der Spülmaschine ausgeräumt. Kate, du warst auch schon mal ordentlicher. Die hab ich ja hoffentlich abgesperrt. Okay. So, machen wir uns jetzt erstmal was zum Essen. Was soll es denn geben? Du kriegst auch noch dein Futter. Ja. Decken wir mal den Tisch. Ja, hallo, guten Tag. Ich rufe wegen der Auftragsnummer 34589967 an. Die Möbel sollten schon längst geliefert sein, aber irgendwie kam es jetzt noch nichts. Ich wollte mal nachfragen, was damit ist. Ja, wie? Ich soll warten. Das verstehe ich nicht. Hier stand jetzt Lieferdatum, also es wäre vorgestern schon da gewesen. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso ich warten soll. Ich warte ja auf meine Möbel und die sollten ja schon längst da sein. Das ist ja ein Fixtermin, also das kann ich jetzt nicht verstehen. Ja, wie Lieferschwierigkeiten? Kann ja mal passieren, aber man hätte mal vorher anrufen können oder ich warte jetzt wirklich schon ein paar Tage jetzt auf die Möbel. Das kann nicht wahr sein. Ja, gut, mir bleibt da nichts anderes übrig. Ey, gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Elvis, wir müssen noch ein bisschen warten. Komm, Elvis, wir gehen noch eine Runde.
Elvis, was jetzt? So, ich glaube, jetzt kann ich dich loslassen. In den Kühlen sind wir vorbei und auf die Straße rennst du nicht. Das ist ein ganz feiner Hund, ja? Komm her, sitz. Und auf. Wir machen mal ein Selfie. Komm mal her. Ach Hund, guck mal. Elvis, guck mal. Guck mal. Guck doch mal. Ach Hund. Mach ich das alleine?
weiß. Komm. Ob hier auch Sportfeste feiern, Elvis? Man könnte ja mal hingehen. Oder lieber doch nicht. Dieser Weg hinführt. Naja, gucken wir morgen mal. Wir gehen lieber denselben Weg, dann verlieren wir uns nicht. Ah, ist doch eine recht schöne Gegend, na Elvis? Doch, mir gefällt's hier. Ich hoffe dir auch. Schnell nach Hause. Geht's? Und auf. Wieso ist die Tür offen? So, was machst du denn hier? Ich wollte dich überraschen. Guck mal, ich hab für dich geputzt. Das war eine schöne Überraschung. Wieso? Ja, was machst du hier? Wie bist du hier reingekommen? Ja, durch die Haustür. Ja, nur die war abgeschlossen. Ja gut, Kate. Das ist Einbruch. Wieso, Kate? Ganz langsam. Ich bin eingebrochen, ich habe deinen Schlüssel geholt. Ja, über was für ein Schlüssel?
Okay, dann hast du den Schlüssel, der Ersatzschlüssel. Ja, woher weißt du, wo der ist? Jetzt komm, so schwer versteckt war der auch nicht. Sag mal, was fällt dir ein, hä? Warum? Sei doch froh, dass ich's bin. Alter, ich meine, guck mal, ich habe deine Küche gesäubert. Hier, das sieht jetzt gar nicht mehr so dreckig aus. Ja, ich will für dich. Ich muss sagen, die Begrüßung gefällt mir ja sehr gut. Ja, also, was soll ich denn denken, wenn da plötzlich einer... Ja, ich bin's doch nur, es ist doch niemand anderes. Ja, es ist ja gut, aber... Kate. Komm mal her. Hey, du brauchst dir doch keine Gedanken zu machen. Hm? Oh. War es jetzt wirklich so schlimm? Ja. Du bist doch paranoid, habe ich das Gefühl, oder? Was soll man denken, wenn da noch eine schwarze Gestalt irgendwo ist? Irgendwas verschoben ist? Kate, warst du auf der Party, die ich dir vorgeschlagen hatte? Nein. Wieso sollte ich? Ich glaube, du bildest dir das alles nur ein aus dem Grund, weil du alleine bist und du willst Aufmerksamkeit. Gar nicht. Wieso denkst du sowas von mir? Wieso? Du fängst jetzt schon wieder an, hier schwarze Gestalt und ja, ist hast dann so Angst vor irgendeinem Einbruch? Ja. Also, komm. Wenn du aber wenigstens unter die Leute gehen würdest, das machst du ja noch nicht mal. Tja. Ich weiß noch nicht mal, was ich mit dir anfangen soll. Ich meine, ich versuche dir ja wenigstens dabei zu helfen. Ich sag dir ja schon, wo irgendeine Party ist oder sowas, aber du ignorierst es einfach. Ja, du weißt, dass ich Angst habe. Ja, aber vor wem denn? Ja. Das sind Leute wie du und ich. Die kommen zwar vom Land und nicht wie du aus der Stadt, aber was macht das für einen Unterschied? Naja, vielleicht findest du noch jemanden, der hat auch einen Hund. Dann kannst du mit dem zusammen rausgehen. Ja, vielleicht. Ich meine, guck da mal, das wäre für den Elvis hier auch noch ganz gut. Oder du würdest dich auch freuen, hm? Wenn du mal noch jemanden zum Spielen hättest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hund so ist wie du. Elvis, willst du keine Freunde? Guten Morgen, Elvis! Na, du? Oh.
Ich habe eine Idee jetzt. Guck mal, ich habe auch die Kamera gefunden. Von meinen Eltern. Mal gucken, ob die funktioniert. Scheint zu funktionieren. Stell dir mal auf, vielleicht. Sieht man ja dann. Was ist das? Wer das? Ob ich das will? Keine Ahnung. Thank you.
Jens, ich geh mal einkaufen. Wenn dein Auto kaputt ist, ja, was willst du machen? Du hast schön gewartet auf uns. Wird sowieso so langsam Zeit für ein neues. Ja. Wie alt ist denn deine Karre? Mittlerweile soll es eigentlich so um die 12. Das ist ja noch die erste. Na dann. Soll ich dir irgendwas helfen? Ja, mein letztes Kurs ist ein Kühlschrank dran. Was war bei dir so gerade los? Ja, immer mehr Stress und ja, komische Dinge. Was heißt komisch? Ja, weißt du noch, den Albtraum und so. Den Albtraum? Ja, ich habe nachts Albträume, dass irgendeine schwarze Gestalt und so mich aufschiebt. Aha. Seit wann? Schon länger. Also es hat so mit dem Einzug quasi begonnen. Okay. Ja. Es sind einfach nur Träume. Ich wollte gerade fragen, es bleibt aber bei Träumen, oder? Ich hoffe es. Naja, und sonst hast du dich schon mal gut eingelebt? Es geht. Ich meine, gut, es ist immer noch ein bisschen leer von der Einrichtung. Ja, die Möbel sollten kommen, aber irgendwie kamen sie bis jetzt immer noch nicht. Was soll ich machen? Ja gut, ich meine, du willst ja jetzt nicht die ganze Zeit hier deine kleine Bierzeltgarnitur stehen haben oder so. Nee, eigentlich nicht. Naja, wie ist es sonst so von den Leuten? Hast du dich mal mit jemandem angefreundet oder warst du mal irgendwo? Du weißt, dass ich Angst habe. Warum? Auch neue Leute kennenlernen. So. Du hast mich auch kennengelernt. Ja, aber du weißt. Wie soll das denn werden? Ja, ich habe einen Hund. Ja, du kannst aber nicht dich mit deinem Hund hier einsperren und kein Wunder, dass du dann anfängst, von irgendwas zu träumen. Ich sperre mich ja nicht ein. Ja, aber du vertreibst dir die Zeit nur, du und dein Hund. Gehst du wieder raus und dann gehst du wieder rein und das war's. Toll. Ich bin aber auch nicht gerade so oft hier. Das stimmt. Aber wenigstens kommst du vorbei. Ja. Das kann aber nicht nur bei mir bleiben. Ja. Ich weiß nicht. Ich such dir noch irgendjemanden, glaub mir. Und wir machen heute Pizza. Ja. Sehr gut. War leider. Ja, liegt da.
schlimm. Zu Hause ist es bei mir genauso. Nur dann? Na gut, ich mach's mir meistens eigentlich noch einfacher, indem ich mir gleich die Fertigpizza hole. Ey, ja, ich dachte, wir könnten gemeinsam was machen. Kate, mal so als Frage. Ich könnte ja die Nacht heute bei dir bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon etwas später. Nur. Ja, möchtest, ja, gerne. Ja? Ja. Gut, nur, ich bräuchte dann vielleicht einen Schlafsack oder Luftmatratze oder sowas. Das ist kein Problem. Feldbett habe ich noch und einen Schlafsack. Das ist gut. Was ich hier gefunden habe. Ein Feldbett und noch einen Schlafsack. Das ist sehr gut, danke schön. Ja. Bauen wir das mal direkt auf. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Sachen mit. Ja, war gerade spontan, ne? Elvis, die Schläge haben wir um. Hast du das noch vom Zelten? Ja. Kannst du ja froh sein, dass du wenigstens das hast. Ich meine jetzt, wo die Möbel noch nicht da sind. Ja, das stimmt auch. Das jetzt hier durchmachen, oder? Ja. Wie funktioniert das? Ich habe noch nie ein Feldbett aufgebaut. Luxusvariante von einem Luftmatratze. Einfach jetzt hier so. In die Löcher rein. Okay. Ich bin mal gespannt, wie bequem das ist. Du hast doch bestimmt schon öfter drauf geschlafen, oder? Oh, ich bin zurück. Ja? Deswegen habe ich ja ein Feld, das keine Frucht zu sein. So. Okay, Vorsicht, jetzt ein bisschen kaputt. Ja, ist kein Problem. So,
So, jetzt wird reicht das ja schon mal. Gut. Können wir es direkt stehen lassen oder sollen wir es nochmal wegstellen oder stört das? Können wir gerade stehen lassen. Okay. Danke nochmal. Ja, kein Problem. Mit dir? Hast du geträumt oder was? Da war jemand im Zimmer. Wo? Er stand da. Und der war über mir. Der. Kate, hier ist niemand in deinem Zimmer. Doch. Ich bin der Einzige, der hier drin ist. Da war jemand. Glaub mir. Jason, glaub mir. Kate, ich kam gerade durch die Tür rein. Glaub mir, hier ist niemand. Nur aber jemand. Kate, erzähl. Doch. Glaub mir, du hast nur geträumt. Du kannst mir glauben, ich bin der Einzige, der hier ist. Wirklich? Hier ist niemand anderes. Ich sag dir, du hast nur einen Albtraum gehabt. Was war denn los? Was hast denn du gesehen, oder? Es stand da jemand dahin, da in der Ecke. Und dann war jemand über mir und hat mich festgehalten und gepackt. Ja, und dann warst du bei mir und ja, keine Ahnung. Glaub mir wirklich, hier drin ist niemand. Soll ich sogar noch nachgucken gehen? Ja. Jason, pass auf. Da in der Ecke war er. Kate. Hier ist niemand. Glaub mir. Ich guck nochmal draußen nach. Jason, pass auf. Kat, da draußen ist niemand mehr. Glaub mir. Versuch zu schlafen. Trink das hier. Das hilft dir ein bisschen gegen das Kopfweh. Was ist das? Kopfwehtablette. Okay, ja, danke. Keine Angst, ich betäub dich nicht. Du hast ganz schön geschrien, weißt du? Ich hab gedacht, bei dir wäre irgendein Einbrecher oder irgendwas. Ja, habe ich auch geträumt. Ich muss sagen, du hast da gelegen und du warst wie... Das sah einfach nicht mehr aus wie ein Traum. Du warst schon, das war... Du hast
richtig gezuckt, du hast dich gewehrt, als würde dich jemand festhalten. Ich habe ja auch, wie gesagt, geträumt, dass mich jemand festhält. Kannst du wenigstens jetzt weiterschlafen? Ich versuch's. Wenn irgendwas ist, ich bin nicht weit weg von dir, ja? Okay. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich lass den Hund bei dir, ja? Ja. Gute Nacht, Elvis. Was ist das? Kate, es ist alles gut. Alles gut. Vorsichtshalber. Zeig dir, wer hier wen sieht. Und Kate, hast du dir schon überlegt, was wir heute machen? Vielleicht ins Kino? Ins Theater? Ich habe gehört, es hat ein neues Hallenbad aufgemacht. Weißt du, Kate, du steigerst dich viel zu sehr rein. Ich steigere mich hinein. Du sitzt hier seit einer gefühlten Stunde, starrst nur die Wand an und ich bekomme von dir keine vernünftige Antwort. Ja, hallo? Weißt du, du wirst richtig paranoid. Du traust dich nicht vor die Tür zu gehen, du lernst keine neuen Leute kennen. Du bist doch psychisch total kaputt. Ja, ich habe eine Idee und alles. Hallo? Mich verfolgt jemand. Kate. Du stellst dir das nur vor. Glaub mir. Jason, du bildest dir auch was ein. Ich gehe. Kate. Es ist so. Was? Ja, mich verfolgt jemand. Kate, wenn du von so Sachen träumst, ja? Und
du siehst auf deiner Aufnahme von der Kamera irgendwas Schwarzes und willst eine Person da drin sehen, dann siehst du sie auch. Ich will die ja ganz bestimmt nicht da drin sehen. Ja doch, klar, das spielt sich alles bei dir im Kopf ab. Ja, ist klar. Ich finde, du solltest mit jemandem drüber reden. Ja, dir wohl nicht. Du lässt dich auch nicht helfen. Alles nur, weil du Angst hast, fremde Leute anzusprechen und irgendjemanden kennenzulernen. Ja, du weißt das. Als nächstes fängst du noch an, jemand hat Fotos von dir gemacht und klebt das ins an deinen Schrank oder legt sie irgendwo hin. Foto? Was? Was ist mit dem Foto? Ich hab gar nichts von dem Foto gesagt. Doch, Foto von dem ich schlafe. Kate, ich hab dir nie was von dem Foto erzählt, nie. Kate, ich finde, du überreagierst einfach gerade. Jason, nein, das ist... Kate? Jason? Willst du mir jetzt damit sagen, ich bin's? Ja. Ist ja wohl so, oder? Kate, ich wollte immer das Beste für dich. Nein. Kate. Nein. Glaub mir, ich hätte dir nie wehgetan. Aber woher weißt du von dem Foto und so? Ich hätte dir wirklich nie wehgetan. Hättest du nur die kleinen Zeichen erkannt, ja? Dann wär's nie so weit gekommen. Was für Zeichen? Es wär nie so weit gekommen. Zeichen? Kate. Was für Zeichen? Nein, nein, lass mich in Ruhe. Lass Kate! Mich in Ruhe. Wo bist du? Kate, du weißt, ich würde dir nie wehtun. Kate? Ich finde dich schon noch. Du hast es nur nie gesehen. Kate, wir sind schon so lange Freunde. Du wolltest es nie wahrhaben. Kate. Kate, ich liebe dich.